Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Titan Quest Immortal Throne. Wir sind im Fluss des Styx und es geht langsam, ganz, ganz langsam, aber sicher Richtung Ende des Hades. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, aber nicht mehr so lange und dann haben wir es. Und rückblickend muss ich wirklich sagen, ich habe auch nochmal die alten Parts ein bisschen geguckt. Es war schon wirklich ziemlich geil, oder? Es war schon wirklich ein ziemlich episches Let's Play. Ach man. Jetzt nervt mich. Ich hatte gehofft, dass wir wenigstens in diesem Part nicht so viel auf diese Magier treffen, aber sie sind schon wieder hier. In einer Vielzahl, wie man sie wirklich noch nie vorher gesehen hat. Guckt euch das mal an. Weiter hinten weiß ich aber auf jeden Fall, dass die nicht mehr kommen. Das muss dann nur hier vorne das Gebiet sein. Ja, ich habe mir, wie gesagt, die alten Parts einfach nochmal ein bisschen durchgeguckt. Also nur ein bisschen reingeschaut, denn ich schaue meine eigenen Videos jetzt natürlich nicht aktiv. Aber es war schon wirklich echt eine geile Zeit. Über ein Jahr ging das Let's Play, ja. Ich habe relativ an meinem Geburtstag, am 8.3. angefangen mit dem Spiel, mit dem Let's Play. Ein bisschen davor, glaube ich schon. Und jetzt ist wieder mein Geburtstag vorbei. Und wir haben es fast geschafft. Alter, diese Viecher sind das Ätzendste, was es jemals in diesem Spiel gab. Doch schlimmer als die Lamia. Kann ich jetzt nicht mehr verneinen. Holy shit. Bitte verpisst euch einfach und kommt auch niemals wieder. Ja, sie werden wiederkommen. Egal. Rückblickend muss ich sagen, im normalen Schwierigkeitsgrad war es wirklich alles viel einfacher und geiler und hat auch mehr Spaß gemacht, oder? Also für mich zumindest, ich weiß ja nicht. Ach man, es ist doch einfach low, dass ich jedes Mal one-hit bin von jeder normalen Attacke. Es hat mir einfach mehr Spaß gemacht, als ich die Gegner noch gewone-hitted habe und nicht andersrum. Wo mit einem Schuss so eine ganze Gruppe sogar gewone-hitted haben und nicht nur einen. Das waren wirklich noch Zeiten. Der Hades war da trotzdem das einzigste von allem, aber ging trotzdem noch voll klar, meiner Meinung nach. Aber das hier jetzt ist ja wirklich... Ich spiele hier wirklich nur noch aus Pflichtgefühl weiter, weil ich ja das Let's Play nicht einfach jetzt abbreche. Aber ob man das hier Spaß oder Qual nennt, jedem selbst überlassen. Ich bringe da jetzt mal keine persönliche Wertung mit rein. Es ist ein bisschen von beidem, kann man so sagen. Aber gut, wir haben ja keinen allzu langen Weg mehr vor uns. Dann könnte ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Dark Messiah auf Might and Magic aufnehmen. Auch so ein Nostalgie-Projekt, ja. Das ist sogar noch wesentlich älter als Titan Quest, ja. Dark Messiah war mein zweites Let's Play, glaube ich, auf ganz YouTube nach Warcraft 3. Und jetzt davon nochmal ein Remake zu machen, ist schon nice. Deswegen werde ich auch ein bisschen mit dem alten Titan Quest Let's Play dann noch warten. Dass das dann auch nochmal so ein Remake quasi ist zu diesem Let's Play hier. Dafür muss ich dann jetzt wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahr müsste ich dafür noch warten. So lange werde ich höchstwahrscheinlich nicht warten. Ich warte vielleicht ein halbes Jahr oder so. Und dann werde ich das alte Titan Quest spielen. Dass es mir aber wenigstens ein bisschen wie Nostalgie vorkommt. Ich hasse es, so viel Schaden zu kriegen von jedem und allem. Und auch vor allem dieses Gebiet hier ist auch vor allem deshalb so scheiße, weil du die ganze Zeit nach unten kämpfst, die ganze Zeit. Wenn ich nach oben kämpfen würde, dann könnten die mir gar nicht so viel tun, aber ich kämpfe die ganze Zeit nach unten und sehe sie einfach nicht mal, bevor es dann schon zu spät ist. Das ist eigentlich das Problem hier gerade. Jo, was ist da denn? Wer ist da denn alles? Oh, das war lecker. Da habe ich, glaube ich, mit einem Schuss alle vier Heldenmonster getötet. Ach Mann, es ist... Ich drehe wirklich durch. Das macht mich wirklich wahnsinnig im Kopf. Ständig und immer und immer und immer wieder zu sterben. Es kann einfach nicht wahr sein, wie viel Schaden man hier kriegt. Ich
weiß auch wirklich, jetzt weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich kann jedes und jedes Mal wieder fluchen. Es wird aber nichts bringen. Aber ich empfinde es als sehr nervenaufreibend. Und das nach unten gekämpfe sowieso. Dass das noch mit dazu kommt hier, weil es ist ja auch noch nicht schwer genug. Ja, klar, noch ein paar Leichenkönige hinterher. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich frage mich, wie es als Bogenschütze wäre ohne Mass-Boss. Es wäre natürlich an sich... Ach man, das wäre an sich erstmal wesentlich einfacher. Weil hier nicht so viele Magier und Bogenschützen wären, aber man wäre auch nicht so ein hohes Level. Und hätte wahrscheinlich auch nicht so viele krasse Items. Es sei denn, man benutzt halt doch einen Mod zum Farmen. Oder du farmst halt wirklich Typ von 10 Milliarden Mal, aber... Zum aktiven Itemfarmen benutzt doch jeder wenigstens X-Max, oder? Für 3-mal Monster. Oder irgendwie, also wenn es halt möglich ist. Ansonsten muss man wirklich Single Runs machen, aber dauert halt ewig. Das dauert ja wirklich ewig. Von daher, rein von meiner Stärke her bin ich schon wirklich zufrieden so, aber... Der Schaden, der Schaden. Ja, ja. Noch was Privates. Und zwar bekomme ich übermorgen mein neues Internet. Von einer 16.000er Leitung rauf auf eine 100.000er Leitung. Da bin ich hyped. Da bin ich richtig hyped. Das heißt, das Video hochladen wird dann auch wesentlich verschnellert. Ich weiß nicht, wie aktiv ich Videos produzieren werde, aber... Also bei dem Upload kann ich es mir leisten, 2 Videos am Tag zu bringen. Zumindest jetzt erstmal für eine gewisse Zeit. Wenn ich natürlich nicht selber nicht so viel Freizeit habe, kann ich auch nicht 2 Videos am Tag bringen, das ist ja klar. Aber wenn ihr das hier seht, dann sollte es schon... dieses Video hier sollte wahrscheinlich schon mit dem neuen Internet hochgeladen werden. Da brauchst du ein 20-Minuten-Video. Ungefähr 30 Minuten. 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwie so. Wenn überhaupt. Also ist schon sehr chillig. Und mal schauen, vielleicht werde ich da 2 Videos am Tag bringen. Jetzt momentan mache ich Titan Quest und Ark immer abwechselnd. Mit ein paar anderen Sachen zwischendurch noch. Da mache ich dann vielleicht Titan Quest und Ark immer. Also jeden Tag eine Folge Titan Quest, eine Folge Ark. Ist aber nur jetzt erstmal so eine Überlegung, mal gucken. Jedenfalls werde ich mit dem schnellen Internet dann auch in der Lage sein zu streamen. Das heißt, von dem Tag, an dem ihr das Video hier seht, an, ist es durchaus wahrscheinlich, dass ich auch schon angefangen habe, ein bisschen aktiver zu streamen. Weil, also es ging auch vorher schon, aber ihr habt ja die Qualität bei den Streams gesehen, die waren meistens, wer sich jetzt noch konkret daran erinnern kann, die waren sehr, sehr verpixelt. Und selbst da gab es hin und wieder ein paar Ping-Einbrüche, obwohl es eigentlich sogar noch halbwegs klar ging, muss ich sagen, aber nicht so, dass man es sich gerne freiwillig dauerhaft anschauen möchte, weil es ja einfach in den Augen teilweise wehtut. Vor allem, wenn sich die Bilder sehr schnell bewegen. Und es gehen halt auch nur 480p-Streams. Bei den 720p-Streams, da muss ich die Bitrate wirklich richtig krass runterstellen. Aber mit dem neuen Internet werden Full-HD-Streams drin sein. Full-HD 60fps. Und vor allem auch Online-Games. Ohne Ping-Einbrüche. So zumindest der Plan. Mal schauen, inwieweit das in die Tat umsetzbar ist. Ich denke aber mal schon. Heißt also schon in einer gewissen Weise auch eine kleine Veränderung auf meinem Kanal. Ich hasse und verfluche jeden einzelnen von diesen Monstern hier. Außer diese Insekten, die auf dich zugerannt kommen. Die sind geil. Da knackt es einmal schön, dann sterben alle. Die sind super. Alle Untoten, alle Skelette hier, dieser ganze Much, die können alle schlafen gehen. Und ich hoffe, das tun sie auch. Ja, so viel nur nochmal zu etwas einigermaßen kanalrelevantem. Für die wenigen, die sich freuen auf meine Videos, da wird es wahrscheinlich ein bisschen öfter kommen. Es sei denn, wie gesagt, ich bin selber verhindert oder habe halt keine Lust,
so vorzuproduzieren und zu rendern, dass ich auch immer zwei Videos am Tag bringen kann. Mal gucken. Seht ihr, die sind so nett, die sterben so schnell, die sind kein Problem. Warum nicht mehr von denen? Ich glaube jetzt, dieses Gebiet hier ist erstmal nur von denen voll. Und diese komischen fetten Typen mit ihrem Hammer. Die gibt's hier auch. Das erinnert mich doch gleich wieder an Episch. Yo, guten Tag, Leute, was geht ab? Alter, die haben aber gar keinen Bock auf Schaden kriegen, oder was? Holy shit. Nicht stunnen, bitte nicht. Einfach sterben. Du hast mich befreit. Ja, das habe ich. Und gebracht hat es mir überhaupt nichts, denn das Ruder muss letztendlich trotzdem ich von Charon holen. Ach, Charon, das wird bestimmt super, gegen Charon zu kämpfen. Da auch schön aus diesem Gebiet, wo man, glaube ich, dann nicht rauskommt. Freue ich mich wirklich jetzt schon drauf. Ja, wenn jetzt Heldenmonster dazukommen und krasse Nahkämpfer mit ihrem gelben Kreis da. Da wird es doch ein bisschen penetrant mit diesen Viechern. Das hier erinnert mich an ganz üble Finsterbogenzeiten. Alter, was ist denn mit denen? Ihr müsst jetzt auch einfach mal sterben. So. Das sind viele Blitze und mein Blitzwiderstand, ja, ist nicht so gut, merkt man schon. Ich sollte mich von diesen Dingern nicht zu häufig treffen lassen. Ich muss eigentlich dauerhaft. Ich trinke hier dauerhaft Energie, Gesundheitstränke. Also sobald er aufgeladen ist, muss ich ihn eigentlich auch schon wieder trinken. So krass war das auch noch in keinem anderen Schwierigkeitsgrad. Noch nicht mal bei den Bosskämpfen oder so. Noch nicht mal beim ersten Bosskampf gegen den krassen Boss, meinetwegen hier Zyklopen oder sagen wir sogar Nessus, wo ich noch überhaupt, wo an Streusfall noch gar nicht zu denken war. Sogar da habe ich nicht so viele Gesundheitstränke schlucken müssen. Aber gut. Hier ist ein Formicid von denen, ist schon so krass, dass ich wette, der würde Nessus bumsen. Einer von diesen normalen Monstern des Legendär würde den normalen Nessus wahrscheinlich schon killen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Was schon auch Sinn macht. Aber krass, wenn man mal so drüber nachdenkt, oder? Wie viel stärker man einfach werden muss in diesem Spiel, um mithalten zu können. Dass jeder Gegner hier auch ein Boss aus Episch oder Normal sein könnte. Aber die zerfallen trotzdem sehr gut. So in etwa hatte ich es mir eigentlich die ganze Zeit über vorgestellt, aber dann kommen Lamia, die haben Ausweichwahrscheinlichkeit, dann kommen Leichenkönige, die können Feuerbälle schießen. Hier will nicht jeder bei dem Plan mitmachen. Der Kampf, den ich aber am allermeisten von allen fürchte, ist der Kampf gegen Hades. Der war nämlich in Episch schon richtig scheiße. Ich bezweifle, dass es hier irgendwie anders sein wird. Das wird wahrscheinlich ein eigener, habe ich glaube ich schon mal gesagt, irgendwann in irgendeinem Part. Das wird ein eigener 40-Minuten-Part nur gegen Hades kämpfen. Wenn ich dann nicht vielleicht sogar aufgeben muss. Und Mass-Boss halt ausschalten muss, weil es irgendwie nicht geht, weil er wieder abkämpft, so wie diese komischen grauen Schwestern da. Der kann da. Das ist eine ganz normale Attacke, ne? Das ist eine ganz normale Standardattacke, ist das. Die grauen Schwestern in Legendär waren, glaube ich, die einzige Stelle, wo ich Mass-Boss wirklich ausschalten musste, wo es jetzt nicht um Toxoys oder einen Bug ging, sondern wo es wirklich
Na, wobei, es war schon ein Bug. Es war in gewisser Weise schon ein Bug, aber nicht so wie die Bugs davor, sondern sie haben halt einfach, weil sie scheiße waren, den Eingang abgekämmt und deswegen hätte ich da nichts machen können. Ach so.